Hast du das Messer eingefallen ist? Was mir jetzt eingefallen ist? Einer da? Hallo. Sorry, ich bin unabsichtlich am Stummknopf ankommen. Okay. Weißt du, was ich mir jetzt gedacht habe? Ich bin lost. Warum? Ich habe jetzt beim Traktor probiert, ob er das Teil ziehen kann, ja, aber ich habe es gezogen, wie es nicht im Betrieb war. Das wollte ich auch gerade fragen, weil. Das. Wäre der Traktorschalter gewesen. Sorry. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr die Ballenwickelmaschine mehr. Ja gut, die Ballenwickelmaschine brauchen wir eh nicht. Aber das Mähwerk hätte ich halt nicht verkaufen. Ja, wieso? Das Mähwerk kann ja deiner ziehen. Ja, die Ballenpresse kann auch meiner ziehen. Yay, aber die Ballenpresse soll ja ein zweiter ziehen, der dann hinterher arbeitet. Ja, aber das kann ja dann nachher einer machen, weil zuerst muss dann eh geschwadert werden. Das heißt, einer mäht, dann schwadert der andere und der andere presst dann. Aber wieso schwadern? Das macht doch das Mähwerk. Ja, aber wenn wir uns das jetzt nicht leisten, also wenn das jetzt keiner ziehen kann, dann müssen wir einen Traktor vor dem Mähwerk kaufen. Ach so. Tauschen wir mal. Verstehst du, Mann? Weil sonst bringt das ja nichts, wenn wir jetzt uns das Mähwerk holen. Wir können es zwar in eine Spur legen, aber wir haben einen Traktor, der alles nur machen kann. Das war das Lost jetzt von mir nämlich. Mir ist eingefallen. Also ohne Betrieb kann das mal ziehen. Sehr gut, das kann fast jeder, jedes Ding. Ja. So wegfahren, tut er mal. Am Berg einmal mit 4 km/h. Tut aber, kannst du mindestens ziehen. Das heißt, wir können den upgraden dann später auch. Alles senken. Naja, vielleicht geht es sich jetzt noch aus, die 3000. Das wäre nice, weil. Warte mal, gesenkt habe ich ihn nicht. Noch einmal. Richtige Ballengröße? Ja, habe ich eingestellt. 150. Ja, da fahrt er jetzt mit 7. Aber er zieht, passt. Das ist wichtig. Wenn es ganz oben ist, weiß ich nicht, aber hier zieht er. Ja gut, dann kann man bergunter fahren. Wichtig ist nur, dass er mal fährt. Ein bisschen ein Tempo. Ich würde jetzt sagen, Upgrade ja, dann wenn wir es uns leisten können. Ja. Passt. Ich habe das jetzt nicht so 100% geschwadert, ja. Ja. Allerdings, was wir jetzt nicht gut schwadern, können wir später nicht mehr verwenden, gescheit. Wenn wir keinen Schwader haben zum Zusammenlegen. Gut, aber das sind jetzt 3-4 Bahnen. Mann. Okay. Ich weiß nicht, das ist vielleicht dann ein Ball, weißt du? Okay. Na, ist gut.
Das heißt, machen tut er. Das ist schon mal wichtig. Gut. Dann verkaufe ich jetzt den Schwader. Boah, das geht sich genau aus. Oh. Da bleibt er hängen. Oder ist dann Baum gewesen? So. Und jetzt ist der nächste Ziel-Traktor, ganz klar. Ja. Hat der jetzt eigentlich auch einen Zähler? Ich glaube, der schon, oder? Weil er pressen tut. So, ich probiere jetzt mal von rauf, von oben nach unten. Step oder. Ich nur wissen. So. Aber das Upgrade auf die 3000 würde ich trotzdem machen. Ja. Können wir machen. So, schauen wir mal bergab jetzt. Wenn du verkaufst, dann geht sich das eh aus. Draußen ist nicht zu viel. Gut, dann müssen wir mal gehen. Ja, kannst du jetzt so als Gras auch verkaufen. Ach so, so meinst du. So, ganz schöner Meilenstein. Tja, wir verkaufen 4 Geräte oder so, dass wir eins bekommen. Meilenstein. Ja, aber wir sparen uns dadurch einen ganzen Arbeitsvorgang. Das stimmt. Das ist das, wo ich gesagt habe jetzt. So, in der Konstellation schaffst du 3 Felder. Weil du musst weder schwadern noch wickeln. Das sind schon 2 ganze Vorgänge, die du da sparst. Ja, stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man so ein Feld mäht, aber ich sage eine Dreiviertelstunde, dann könnte sich das ausgehen. So realistisch, Dreiviertelstunde, Stunde. Wenn die Bahn braucht das länger. Hinterher. Die braucht länger, ja. Ich sag mal, 3 Felder gemäht, eins bis eineinhalb abgearbeitet. Wow. Ja. Ich sage, ob wir nicht eben nach, wenn wir das zweite Feld gekauft haben, dann nicht Gruber und Seemaschine kaufen sollten. Das Feld gleich bearbeiten. Ja. Weißt du, was mir auch eingefallen ist? Was dann der Vorteil wieder auch ist? Das kostet uns zwar Geld, aber man kann auch anderen Helfer anstellen für gewisse Sachen. Stimmt, das kann man jetzt hier nicht.
Genau, und das könntest du ja dann theoretisch. Die halt auch wieder Geld kostet. Das schon. Aber du hättest dann später, ist jetzt nicht jetzt, aber später könntest du ihn zum Beispiel Mähen allein lassen, wenn der andere was anders macht und du presst hinterher zum Beispiel. Das stimmt. Jetzt eh nicht, weil jetzt sehen nur wir. Ja. Also, jetzt haben wir eh nur das Gas quasi. Aber was ja cool ist, wir sehen jetzt mit einer Ernte können wir jetzt um die 100.000 machen. Mhm. Das stimmt. Und das heißt, als nächster Traktor, dann fällt. Das muss ich dann wirklich schauen. Vor allem wegen einem Traktor. Ich weiß nicht, wie sind die Feldpreise hier? Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. 84.000. Ah, okay. Was hat er an? War so ein Feld. Bin ich teuer eigentlich. Oh. Gut, es gibt halt viele Felder. Ja. 60. Wie viel fühlt sich jetzt in so einem Ball? 3500 war der kleine. Aber jetzt weißt du, was der Ballendreher macht. Jetzt sehe ich erst, was der macht. Was denn? Er dreht die Ballen um. Stimmt, dass sie so liegen. Was eigentlich für ein Arsch ist. Warum? Naja, fürs Aufsammeln ist wurscht. Ja, eben, fürs Aufsammeln ist wurscht. Wenn es im Automatischen ist wurscht, wenn es im Frontlader wäre, ist Arsch. Ja, stimmt. Aber so fürs Aufhören ist super. Sie rollen nicht weg, sie bleiben gleich liegen. Mhm. Wie viel waren jetzt am Ball? Entschuldigung, hab nicht aufgepasst. Liter. 2000 mehr. Nutze ich mal schamlos den starken Bauern aus, Alter. Wegen? Ich habe den Traktor dreht. Weil er die Kurve nicht verzahnt hat. Ja, so geil, wenn draußen die Autos fahren und wir sind eigentlich in einem abgesperrten Gebiet.
Baumstümpfe sind so anstrengend teilweise. Ja. Und sobald eigentlich fertig gemäht ist, kann man ja dann einen Traktorwechsel machen. Schauen wir mal, wie es jetzt geht. Wie schnell kann die fahren, die Presse? So, schauen wir mal, ob das etwas genutzt hat. Jetzt sehe ich den Ballen. Oh mein Gott, das. Auf dem Foto war der viel näher. Oder ist es noch einer? Aber da liegt er ganz am Rand, ja. Okay. Jetzt besser mit dem Zinn? Viel besser, Alter. Ich fahre jetzt mit 13 km/h hoch. Vielleicht können wir da doch den Traktor noch rauszögern und zuerst das andere anschaffen, Felder und so. Da können wir auch. Für wenn der das da zahlt, dann braucht man dabei keinen. Weißt du, ich meine? Alter. Stimmbleiben hätte ich nicht dürfen. Okay. Oder war da jetzt ein. Ist der Baumstumpf jetzt? Wenn er abrupt stehen bleibt, ist ein Baumstumpf. Wenn er langsamer wird, ist. Hügel. Oh mein Gott, das war der Baumstumpf. Jetzt fahre ich mit 4 km/h hoch. Na gut, das ist halt auch der Berg. Das. Ja. Weil sowieso dann, desto stärker, desto besser. Also da für den Berg wäre mehr PS gut. Da wäre es dann zukünftig gut, falls wir dann noch keinen Traktor haben, dass du unten anfängst. Weil dann kann ich oben schon mit einem getauschten Traktor machen, weißt du? Ja gut, jetzt ist kein Unterschied. Die 20 PS werden sie jetzt auch nicht fett machen. Also der hat nur 20 mehr. Ja, man hat nur 50. Ah, okay. Na gut, damit sollte das ziehen können. Aber nicht voll, glaube ich, oder? Die Maschine ist ausgelegt für 140. Ja, aber genau. Standard, aber das heißt ja nicht, dass es den Berg hochzieht dann mit 17 km/h auf 140. Was du so meinst. Wir müssten mal probieren, wie es mit dem Mähwerk jetzt. Mähwerk müsst. Wir hatten das Mähwerk. Vollstatt. Ich fahr einfach immer wieder rauf und fahre den Berg runter, dann geht dann schon. Mein Jahr kann ich dann unten in Zukunft beginnen. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Aber ich weiß nicht, ob das trotzdem viel schneller der ist am Berg. Der Maschine. Ja, das, da hast du recht.
22. Jetzt fahre ich einen Berg hoch. Na, da wird 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Aber gut, die hat gesamt 220 PS. Also ich sage mal, er wird Leistung 180 PS brauchen. Ist das? Das heißt, du ziehst eigentlich eh schon mehr mit dem Traktor, als er können tut. Ja, ja. Ja gut, das können ja auch die meisten. So wie der jetzt, der Gelbe. Mhm. Na gut, der tut sich da schwer. Er tut sich schwer, aber nur wenn es bergauf geht. Machen, ja. Tut sich wieder einfach. Wie du meinst, ich glaube halt, es wäre doch sinnvoll, einen zweiten Traktor zuerst. Mhm. Einfach weil wir dann ein Traktorproblem weniger haben. Weil den Traktor brauchen wir so oder so irgendwann. Egal wie wir den hinaus verzögern. Ja, das stimmt. Aber wir können jetzt nicht schauen, dass wir einfach nur ein flaches Feld kaufen, dass der Traktor. Mann, ich würde halt gleich das 84er eben nehmen. Weil das ist nur Wiese, laut Foto. Das ist kein Waldstück. Warte, wo lege ich da jetzt auf? Und wenn wir das dann noch schön im Grubern und so. Obwohl, weiß ich halt nicht, ob wir grubern sollten. Das hat man jetzt auch wieder so gesehen. Das wäre halt wieder auch Arbeit mehr, weißt du? Für das, dass wir das Feld dann nur in Gras machen. Weil jetzt haben wir dann ja eh viel Gras eigentlich, weißt du, Mann? Aber so hätten wir mehr Ertrag. Ja, schon, aber die Frage ist, wie oft machen wir das dann noch, weißt du? Hm. Aber ja, jetzt leben wir von dem Gras, aber wenn ich sag, wenn wir das jetzt das 15. Mal machen, ja? Ja klar, wollen wir auch einmal was anderes. Werden wir was anderes auch machen und dann haben wir quasi, du weißt ja, wie viel Gras anbauen kostet, wie Saatgut man da verbraucht. Und ob sich das dann auszahlt, weißt du, man? Wenn da eh Gras eigentlich ist, halt nur ein bisschen weniger. Ja. Ob wir dann nicht wirklich nur grubern sollten, wenn wir ein Feld grubern. Hm. Zum Anbauen dann halt dann. Ja. Weil flach müssten wir uns auch schauen, welches Feld ist so am flachesten. Weil dort würde ich den Hof dann hin platzieren. Eben Schafstall und sowas. Also müssten wir uns auch mal eine Rundfahrt machen. Ich muss sagen, der Hype ist ungebrochen. Ja, also vor allem, wenn wir jedes Mal einen guten Fortschritt, also man sieht den Fortschritt, nicht so, zwar schon langsam, aber man sieht einen Fortschritt halt. Ja.
Und so ist die Ballenmaschine auch wieder super. Die hatte ich eh noch nie. Ich hatte immer nur die große eigentlich oder die ganz kleine. Was denn? Scheiß Bock. Wir sollten uns das auch überlegen, einen Mulcher zu kaufen. Scheiß Bombenstufe da wegzukriegen. Ja, aber da haben wir dann wieder Einbußen für vom Gras, weil wir dann haben wir dann lauter Flecken. Aber da kannst du sowieso nicht mähen, wenn da ein Baum ist. Stimmt. Das ist dann minimal. Ich weiß nicht einmal, ob da über dem Fleck entsteht. Wie viele Ballen haben wir schon? 10. Leider erst. Ja gut, jetzt sind es ja generell weniger. Ja eh. Jetzt schätze ich, werden es um die 60 sein. Können wir gleich einen Traktorwechsel machen? Schon fertig? Wow. Gleich, ja. Längen vielleicht. Nun sag ich ja, das kann es wie immer das Pressen quasi langsam, aber das kannst du dann jetzt nicht mehr beschleunigen. Ja. Das Blöde ist halt, dass der andere dann Stehzeit hat, weil wenn wir noch nichts anderes haben. Ich glaube nicht, dass es zu so viel Stehzeit kommen wird. Naja, was machst du jetzt zum Beispiel? Du kannst ja. Na jetzt, okay, jetzt haben wir nur ein Feld, ja. Aber wenn ja. Du rechnest, müsst ihr dann noch ein zweites Feld auch mähen. Ja. Dann muss ich das zweite Feld erst mähen, jetzt noch. Und dann durch Ballen einsammeln. Und das dauert dann wieder, weil dann hast du wieder schon das Dreiviertelfeld gepresst. Ganz ohne Stehzeit werden wir das nie dann hinkriegen am Anfang. Stimmt. Ich muss hier gute Nacht sagen, apropos Stehzeit. Steig aus, weil ich bin gleich fertig, dann kann ich weiterfahren. Jo. Machen wir geschwind den Ballen, jetzt geht's bergab. Na gut, ich komm gleich. So, Lilly. Letzte Bahn.
Hoppla. Na, 15? 16? Sehr schön.